ich an der Zusammenarbeit mit FactFinder ganz besonders schätze, und das ist leider heutzutage nicht mehr selbstverständlich, ist, dass wenn ich anrufe, dort jemand abhebt, der weiß, wer ich bin, der weiß, wer unser Unternehmen ist, der unseren Case kennt und der mir dort persönlich hilft. Und wenn es hart auf hart kommt, dann ist jemand dort, der sich darum kümmert und der es für diesen Tag zu seinem Lebensinhalt macht, uns zu helfen. Zumindest haben wir den Eindruck. Und das ist etwas, was wir als Unternehmen sehr schätzen und was wir in unserer Zusammenarbeit mit FactFinder sehr schätzen. In meinem Zimmer oben ist eine handgeschriebene Karte vom Andreas Eppers, glaube ich, gewesen. Und es ist Schokolade davon. Also wenn Schokolade Leben retten könnte, ich habe nichts gegessen seit dem Frühstück. Und ich habe gedacht, oh Gott, danke, danke Andreas, danke. Und eine handgeschriebene Karte, mein Herz willkommen zu FactFinder. Und ich habe mir gedacht, ja, geil. Es ist super. Das ist eine Kleinigkeit, das dauert vielleicht 5 Minuten für ihn, aber es zeigt einfach, man kümmert sich. Und das ist einfach schön. Das ist wirklich cool. Wir müssten um die 10 Jahre sein, wo wir bei FactFinder gelandet sind und seitdem geblieben sind tatsächlich. Es ist eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit, die ist super partnerschaftlich. Immer bemüht, die Lösung zu finden, immer irgendwo dran zu sein. Ich glaube, wir haben, ich weiß es nicht, wie viele Custom Classes, also tatsächlich wurde, glaube ich, vieles, vieles, vieles an uns angepasst, uns da vieles möglich gemacht und also tatsächlich, ich glaube, es ist eine, ja, ganz tolle partnerschaftliche Beziehung, die wir zu euch haben. Also Technologie können einige potenziell, Technologie auch noch nah an das Business anzubringen, an den individuellen Use Case, auf den Kunden einzugehen und das halt in so einer Art und Weise, muss ich schon sagen, es macht wirklich einfach Spaß, da zusammenzuarbeiten. Ja, eigentlich echt sehr, sehr gute Erfahrung, gerade im Projekt, in der Durchführung des Projektes und in der Anbahnung. Wir haben dann natürlich einen sehr, sehr intensiven Kontakt, gerade auch Beratung, was das Suchkonzept angeht. Da waren wir am Anfang, weil wir einfach auch komplett einen Austausch unserer Produktdaten gemacht haben. Da waren wir natürlich auf einer grünen Wiese erstmal unterwegs und haben relativ viel Zuarbeit gebraucht. Das hat sehr gut funktioniert. Und gerade was die technische Zuarbeit anbelangt, das ist wirklich hervorragend. Also das läuft meistens auf, hast du kurz 15 Minuten, wir haben ein Problem. Und das hat bis jetzt immer funktioniert, dass wir dann sofort jemanden bekommen haben. Also vom Support her waren wir da wirklich sehr begeistert, auch wirklich direkt einen Ansprechpartner zu haben. Den hatten wir jetzt, glaube ich, für 2 Jahre auch denselben, was ich auch immer sehr, sehr wichtig finde, der genau weiß, wie funktioniert es bei uns. Was für Eigenheiten haben unsere Kataloge und Daten und unsere Produkte. Und man muss nicht immer von vorne anfangen. Das war wirklich immer sehr positiv, ja. Wir haben unsere Conversion Rate steigern können, um fast 10%. Der Umsatz ist gestiegen. Und was uns besonders freut, ist, die Kundenzufriedenheit ist gestiegen. Wir haben Feedback bekommen von Kunden, die haben sofort gemerkt, ihr habt da was gemacht. Die haben sich bei uns zurückgemeldet und haben uns geschrieben, das ist besser geworden. Und hier und auch die Umfragewerte, wir prüfen das wirklich regelmäßig, wie unsere Kunden auf die Suche reagieren, fragen das ab, schauen nach, wo sind Fehler, wo sind Probleme. Und das hat sich alles deutlich verbessert. Und auch die Beschwerden bei unserem Customer Care sind zurückgegangen. Also die Kontaktquote wurde verringert. Also es hat uns wirklich einen Uplift gebracht und sind wir wirklich froh, dass wir das gemacht haben. In den ersten paar Wochen der Nutzung war es so, dass wir ca. 1,3 Produkte mehr verkauft haben aufgrund des Predictive Basket. In der Zwischenzeit sind es im Schnitt über 2 Produkte, die Kunden mehr kaufen auf Basis dieser KI. Auf der Folie jetzt sehen wir, ich glaube, die KPIs sprechen für sich. Da gibt es, ich glaube, muss man gar nicht dazu viel sagen. Je länger der Kunde im Shop ist, wir haben ungefähr 2.500 Artikel, desto mehr Artikel sieht er, desto mehr Artikel legt er gegebenenfalls in den Warenkorb. Und das steigt dann natürlich auch die Conversion Rate und verringert die Abspruchrate. Ich denke, dass die Zukunft in der künstlichen Intelligenz liegt. Jedes Unternehmen, ganz speziell im Handelsbereich, das sich jetzt noch nicht auch nur peripher damit beschäftigt hat, wird in relativ kurzer Zeit ein relativ großes Problem haben. Weil die Unternehmen, die sich damit beschäftigt haben oder die sich einen Dienstleister hereingeholt haben, der sich schon lange damit beschäftigt, die werden
alle anderen demnächst überholen. Und deswegen bin ich, sagen wir, sehr glücklich, dass wir mit FactFinder einen Partner haben, wo Experten sitzen, die sich damit schon lange beschäftigt haben und von denen wir gut lernen können.